Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gönnen wir uns die Quali von Perplex 23 aus Myopia 2013. Ja, und ich würde sagen, ich laber gar nicht viel rum. Wir gucken einfach rein. Let's do it. Ist das nicht auch der Beat, den der Asiate im Halbfinale gegen Ahmed hatte? Ich meine, ja. Willkommen beim JBB, dieses Battle, wo wir wieder viele Opfer sehen, yeah. Ich zeige Julian den Tittenknebelgriff und dann komme ich auf seinen Mund, so wie ein Lippenpflegestift. Also der ist natürlich ganz geil, Alter. Geiler Punch. Ich zeige Julian den Tittenknebelgriff und dann komme ich auf seinen Mund, so wie ein Lippenpflegestift. Geil gereimt, gute Punchline, sehr nice. Vom Sound her natürlich am Anfang dieses Battle, wo wir wieder viele Opfer sehen. Yeah. Eigentlich irgendwie kommt ein bisschen komisch, aber irgendwie auch ganz stylisch, also. Mal schauen. Ein Lippenpflegestift. Also Julian, gib mal besser Acht, so wie beim Mau Mau zocken. Sonst werde ich dich mit meinen Faustknochen ausnocken, blauboxen. Deine Mom ist horny, die Sau. Analyse, das hast du doch von Orgi geklaut. Und also Perplex kann schon echt, Perplex hat geile Lines, muss man sagen. Vom Hörgenuss ist er halt überhaupt nicht meins, das muss ich auch direkt zugeben. Aber Punchline-mäßig ist er halt echt geil. Das hast du doch von Orgi geklaut. Und die Perle auf dem Cover sieht im Face aus wie ein dummer Spaten. Edit Olivia Jones, nur mit krummer Nase. Immer Lappen, alles Lappen, das ist klar wie immer. Beim JBB mehr Lappen als in meinem Badezimmer. Ich lasse Julian meinen dicken Lümmel kauen und dann drück ich auf seiner hohen Stirn ein paar Kippenstümmel aus. Yeah. Ja, er reimt echt gut, Alter. Er reimt echt richtig gut. Ist auf jeden Fall, er ist eigentlich wirklich für ein Battle gemacht, kann man sagen, ja. Er hat geile Punchlines, er hat geile Reime. Er müsste halt irgendwie seine Stimme ein bisschen besser im Griff haben, meiner Meinung nach, weil er teilweise so ein bisschen schreit irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob das als Stilmittel so angedacht ist oder so, aber irgendwie der Sound müsste ein bisschen angenehmer klingen einfach. Weil von der Punchline-Technik her und generell seine Reimsetzung und sowas ist er halt echt top. Drück ich auf seiner hohen Stirn ein paar Kippenstümmel aus, yeah. Palmal, John Player oder Westkippen. Ich werde dich mit meinem Text bitter wegficken. Dieser Julian, der macht wieder diesen Mist, den er Battle nennt und jetzt wird er mies gefickt. Ich fühl mich super, wenn ich je nach den Applaus höre, falls das nicht vor die Hunde geht, so wie Maulkörbe. Dieser Julian, der macht wieder diesen Mist, den er Battle nennt und jetzt wird er mies gefickt. Ich fühl mich super, wenn ich je nach den Applaus höre, falls das nicht vor die Hunde geht, so wie Maulkörbe. Ja, ich weiß. Ja, es klingt leider vom Sound her echt nicht so geil. Das ist das Einzige, was... Das zieht halt die ganze Quali unnötig runter eigentlich. Gut, das Video ist jetzt auch nicht so Bombe, aber das ist nicht so wichtig. Wenn der Sound geiler wäre, die Soundqualität und es einfach ein bisschen besser geflowt wäre teilweise, beziehungsweise anders betont, dann wäre das eine richtige Überquali. Von den Lines her und von der Technik ist er nämlich richtig gut, ja. Vor die Hunde geht so wie Maulkörbe. Ja, ich weiß, ich bin abgehoben, so wie eine Brieftaube. Aber Julian hat doch ab und zu ein Schielauge, mit dem er manchmal an der Linse vorbeischaut. Wer deine Seite hackte, finde es gleich raus. Ich bin der Typ, der deine Facebook-Page geknackt hat, als wäre sie ein Wertschutz-Safe. Facebook-Page geknackt, ja gut, damals war Facebook noch in. Heute wäre das ziemlich irrelevant. Als wäre sie ein Wertschutz-Safe. Geh doch nochmal aufs Bushido-Konzert mit deiner Freundin. Vielleicht schließt er sie in sein Herz. Ich chillte letztens mit der Bitch in meiner Sitzecke. Die Alte hat ja mehr Kurven als eine Driftstrecke. Und sie stinkt aus der Fresse nach nasser Arschritze. Ich werde sie nicht ficken, ihr nur auf dem Bart wichsen. Das ist halt echt, das ist halt... Die Alte hat ja mehr Kurven als eine Driftstrecke. Das ist halt... Ist irgendwie schon feierbar, ja. Auch ein bisschen eklig irgendwie, das mit dem Bart wichsen. Auf dem Bart wichsen. Aber irgendwie trotzdem feierbar. Ich will die Stelle auf jeden Fall nochmal hören. Sit-
Sitzecke. Die Alte hat ja mehr Kurven als eine Driftstrecke. Und sie stinkt aus der Fresse nach nasser Arschritze. Ich werde sie nicht ficken, ihr nur auf dem Bart wichsen. Du redest von Koks, aber ziehst niemals ne Nase. Fürs Interview hast du bei Kaliber geblasen. Noch eine Zeile, dann ist Schluss mit dem Unsinn. Nimmst du meine Quali nicht, muss ich dich umbringen. Ja, okay, das kommt jetzt auch nicht so krass rüber mit dem, dann muss ich dich umbringen. Also ich finde halt bei Perplex, ich kenne ja ein paar Sachen von ihm logischerweise, weil ich ja die ganzen JPBs und so verfolgt habe. Würde er es irgendwie hinbekommen, seinen Sound angenehmer klingen zu lassen? Weil ich weiß, ich kann nicht genau sagen, was bei ihm fehlt teilweise. Manche Runden sind auch echt geil vom Sound, aber meistens irgendwas fehlt mir da beim Sound. Er float eigentlich in Ordnung, aber irgendwie die Qualität ist teilweise nicht so geil, zumindest hier jetzt. Und es ist einfach irgendwie nicht so gut betont und keine Ahnung, irgendwas fehlt im Flow einfach. Weil von den Punchlines her und von der Technik ist er einfach richtig gut, ja. Er ist wirklich gut. Er kann richtig gut Texte schreiben. Er müsste sie nur noch irgendwie teilweise besser flowen. Ich feiere ihn auch, wirklich. Sein Humor ist einfach geil. So. Ich feiere den auch, wirklich. Perplex ist einfach auch ein sympathischer Typ irgendwie. Ja, hier kommt er jetzt vielleicht nicht unbedingt sympathisch rüber, aber wenn man so andere Sachen von ihm mal gesehen hat, weiß man, das ist ein ganz korrekter Typ. Er ist einfach ein ganz netter Typ. Einfach ein lustiger Dude, ja. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade eigentlich, dass er immer so ein bisschen unterbewertet ist. Was halt einfach dadurch kommt, dass er jetzt nicht so der Typ ist, der den Beat zerreißt, sag ich mal. Oder halt über krass float. Weil das ist irgendwie, was halt fehlt. Das ist echt schade, weil ich würde es ihm super gönnen. Er hat nämlich auch damals, glaube ich, wenn ich mir die Bewertung so angucke, nicht so das beste User-Voting gehabt und sowas. Und wurde generell auch mal von Julian in irgendeinem JPB relativ runtergemacht. Was echt schade ist, weil er echt was drauf hat eigentlich. Muss ich dich umbringen? Dieser Julian, der macht wieder diesen Mist, den er Battle nennt und jetzt wird er mies gefickt. Ich fühl mich super, wenn ich je nach den Applaus höre, falls es nicht vor die Hunde geht, so wie Maulkörbe. Dieser Julian, der macht wieder diesen Mist, den er Battle nennt und jetzt wird er mies gefickt. Ich fühl mich super, wenn ich je nach den Applaus höre, falls es nicht vor die Hunde geht, so wie Maulkörbe. Ja, wie gesagt, vom Soundbild her nicht die geilste Quali, aber Punchlines und Technik sitzen richtig. Also, echt gut, muss ich sagen. Es ist wirklich, wirklich schade, denn ich weiß es noch. Er ist nicht reingekommen ins JPB 2013. Und ich bin mir echt sicher, wäre er reingekommen, hätte er im Battle richtig was gerissen. Weil er hätte sich bestimmt vom Sound her, von der Aufnahme und so verbessert, hätte nochmal ein besseres Video ausgepackt. Und dann hätte er in Sachen Punchlines bestimmt einige Gegner da wirklich gut, richtig gut bumsen können, ja. Echt schade, dass er es damals nicht reingeschafft hat. Es lag eigentlich wirklich nur daran, das klingt vom Sound halt nicht so gut. Und das Video ist eher so meh und deswegen hat er ein schlechtes User-Voting bekommen. Ja, das sind dann einfach drei Kategorien, in denen ihm unnötig Punkte fehlen. Schade, schade, weil Plexi hat echt was drauf. Naja, Leute. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut da rein und ciao.